einen schönen Freitagmorgen. Herzlich willkommen bei diesem Vlog. Meine Güte, Leute, bin ich nervös. Ja, ich mache mich jetzt auf zum Bahnhof und habe 4 Stunden Zugfahrt vor mir. Und ich hoffe, bis dahin ist die Nervosität etwas gesunken, um es mit Thorstens Worten zu sagen. Auf einer Skala der Nervosität von 1 bis 10 befinde ich mich bei 26. Aber der Zufluss zur Backlist an Kunden ist nicht gut. Da habt ihr noch sehr viel Arbeit zu tun. Das heißt also, du verkaufst hier... euer Fehler. Also Sleeping Beauties geht wie geschnitten Brot, aber S ist dagegen so ein Laden. Ja, S bestimmt jetzt wieder auch S-Film, ist doch ein Sonderfall. Es war lange so, dass man es halt, was weiß ich, einmal im Monat oder so verkauft hat. Dann kam jetzt, schon nur der Trailer kam raus, da ist es hochgeschossen. Also Moment. Ja. Bevor der Film rauskam, ja, habt ihr ungefähr einmal im Monat hier in Frankfurt einen S-Verkauf. Das halte ich für realistisch. Und wenn man dann überlegt, das ist das wichtigste Werk von Stephen King, und man überlegt dann sozusagen alles, was drunter liegt an Wichtigkeit, also das verkauft man nämlich schon erschreckend. Ja. Tut mir leid, der Schlimmste. Ja, ich meine, wir vier haben uns gleich gefunden. Ich finde, mehr gewinnen könnten wir füreinander gar nicht.
wollte die Situation noch retten. Okay, vergesst es. Zuschauern, herzlich willkommen im Hugendubel. Ich habe heute die wunderbare Frau Merkel neben mir stehen, die mich ein bisschen so in die Geheimnisse des Buchhandels einweiht, hoffe ich. Ja, und ihr dürft natürlich dabei sein. Viel Spaß. Johanna Ramberg, Federn lesen. Vom Glück, Vögel zu beobachten. Warum? Weil diese Frau mir einfach aus der Seele gesprochen hat. Die ist keine Wissenschaftlerin, sie ist keine Ornithologin. Sondern sie macht das, was ich auch schon immer gemacht habe und was wahrscheinlich ganz viele machen, und deswegen findet dieses Buch auch, glaube ich, viele Freunde. Vor die Tür gehen und als erstes in den Himmel gucken. Was gibt's für Vögel? Was sehe ich denn gerade? Wer ist denn hier gerade unterwegs sozusagen mit mir? Cool. Ja. Ist das denn jetzt Fachbuch, Sachbuch oder wo würdest du das einordnen? Kein Fachbuch. Also das, weil sie eben das halt auch keine Ornithologin ist. Genau, und sie verknüpft durchaus auch so ein bisschen autobiografische Sachen mit ihrer Vögelbeobachtung. Cool. So, das ist einfach ja, eine Frau, die erzählt. Ja. Beobachtet und erzählt. Beobachtet und erzählt. Schön, ja. Genau. Klingt gut. Das, ja, das ist ein Buch, das gut. Eigentlich, wie soll ich sagen, ich hätte das gar nicht gelesen, wenn ich es nicht zufällig als Leseexemplar gekriegt hätte. Und ja. Ja, schade, dass solche Bücher eigentlich so auch in den Feuilletons oder so überhaupt nicht vorkommen. Ja, dabei sind so kleine Schätze einfach. Ja, das ist Schätze. Also genau. Das wäre zum Beispiel so ein Buch, was auch Christiane Westermann vorstellen könnte. So, weil die genau. Hat auch immer so eine Ader, so zu erkennen, oh, das könnte was sein. Ich meine, für mich liegt sie auch manchmal ein bisschen daneben, weil ich ja vielleicht dann auch nicht mehr so der in die Zielgruppe bin. Aber solche Sachen, das ist dann mal schön. Ja, und solche Bücher sind, finde ich, auch der Grund, warum man in der Buchhandlung einen Buchhändler ansprechen sollte und um einen Tipp bitten sollte, weil auf solche Sachen kommt man als normaler Mensch, glaube ich, auch nicht. Nee, dafür seid ihr ja dann auch die Fachleute, in dem Fachgeschäft die Fachleute. Also ich meine, wenn man sich einen Fernseher kauft, dann fragt man ja auch einen Fachmann. Ja, schöner Vergleich. So. Ja, ist so. Thank you.
Wenn man mit geliebten Menschen Zeit verbringt, dann verfliegt diese wie im Fluge. Umso schöner ist es, dass man ja, sie festhalten kann mit Fotos, mit Videos und die Erinnerungen ja, lebendig halten kann. Und auch wenn ich nicht sehr viel tatsächlich gefilmt habe und nicht sehr viel fotografiert habe, weil ich ja, gerne die Erinnerungen live sozusagen in meinem Kopf abspeichere, fand ich es in den letzten Tagen doch richtig schön, die vielen Videos der anderen drei zu sehen und auch Dinge mitzubekommen, die man, wenn man live dabei ist, gefühlt irgendwie gar nicht gecheckt hat. Es hat mir unglaublichen Spaß gemacht, dieses wunderbare Wochenende in Frankfurt. Und ich glaube, wir vier freuen uns jetzt alle auch auf Berlin. Das war mein kleiner Vlog zu unserem ja, ersten Tourtermin in Frankfurt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Videos, mit unseren Videos und seid dann auch in Berlin vielleicht live dabei, beziehungsweise freut euch dann auch schon auf die Videos. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.